Hi und herzlich willkommen zur zweiten Edition unserer neuen Webcast-Reihe Inside Innovation, die wir vor allen Dingen deshalb aufgesetzt haben, weil wir ein bisschen tiefer in die Innovationsaktivitäten unserer Partner blicken wollen. Vor einigen Wochen, so vor 4, 5 Wochen, haben wir mit der DZ Bank angefangen und haben mit Dirk Elsner über ihr Innovation Lab gesprochen. Und ich freue mich umso mehr, dass wir heute Carmela Holtgräbe von der Bundesbank, Head of Digital Office, bei uns haben und dass wir heute sprechen. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Ich freue mich wirklich besonders, dass wir dich heute da haben, weil die Bundesbank ist ja jetzt schon seit ziemlich genau 2 Jahren Partner vom Tech-Quartier und Teil der Community. Und ich bin gespannt, wenn wir ein bisschen tiefer in eure Innovationsaktivitäten schauen, auch mal über Herausforderungen sprechen, aber vor allen Dingen, wie ihr erfolgreiche Kollaboration wahrnehmen mit Startups oder auch anderen Innovatoren. Und ja, dann lass uns gerne starten. Sehr gerne. Carmela, lass uns doch direkt mal über ein Best Practice sprechen von euch, nämlich die Bundesbank Innovation Challenge, die ihr letztes Jahr zusammen mit uns durchgeführt habt. Wie war denn so die Story dahinter? Wie kamt ihr denn dazu? Wir sind ja seit gut 2 Jahren jetzt Mitglied im Tech-Quartier. Wir haben schon ganz unterschiedliche Formate mit euch gemacht, von Tech-Infusions, Workshops, Scoutings, und wollten jetzt gerne ein Thema tiefer legen und das intensiver beleuchten und uns intensiver damit auch auseinandersetzen, wie sich Startups einer Fragestellung von uns von verschiedenen Perspektiven nähern. Ja, sehr schön. Was war denn, wenn du jetzt ein Oberziel definieren müsstest, was wäre das vom Programm selber? Voneinander lernen ist, glaube ich, das wichtigste Oberziel jetzt für das erste Programm gewesen. Zum einen, wie werden wir als Zentralbank wahrgenommen? Kann die Community auch von uns lernen? Aber vor allen Dingen für uns, wie können wir lernen? Wie können wir besser verstehen, wie sich Startups Fragestellungen nähern, wie sie Lösungen entwickeln, wie sie schneller auch in ihren Zyklen sind, als wir es oft sind und was wir davon auch für unsere Arbeit übertragen können? Und was war dabei so die Erwartungen an unser Team im Tech-Quartier? Weil ich meine, wir haben das ja zusammen aufgesetzt. Ihr wart sehr, sag ich mal, wart ein großer Sparringspartner. Was war so die Erwartung? Wir haben so ein Format ja noch nie gemacht vorher. Ja, also wir waren auf eure Expertise angewiesen. Wir waren darauf angewiesen, dass ihr wisst, wie setzt man das auf, wie spricht man die Startups an, wie macht man eine Vorauswahl, wie formuliert man auch einen Titel einer Challenge so, dass möglichst viele Startups sich davon angesprochen fühlen. Ne? Also wir haben ja Unsupervised Risk Monitoring als Titel gewählt, auch basierend auf euren Erfahrungen und den Zuschnitt und die Fragestellungen, die daraus resultiert sind. Das geht auf eure Expertise zurück und das hätten wir alleine nicht geschafft. Ja, sehr schön. Was war denn das Beste oder wie würdest du das Ergebnis definieren und welchen Einfluss hatte das denn genommen für vielleicht auch für die Fachbereiche, nicht nur für euren Bereich? Ich glaube, wichtig für alle Seiten war zu verstehen, wie tickt Startup-Community, also wenn man das so pauschal überhaupt sagen kann. Und was lässt sich davon auf unsere Arbeit übertragen? Auch wie können wir gemeinsam an Fragestellungen arbeiten? Wie müssen wir vielleicht auch Fragestellungen von uns besser spezifizieren, um eine bessere und um dann noch bessere Lösung zu bekommen? Und das Schöne ist ja, dass wir jetzt mit also 4 konkrete Projekte haben, die wir implementieren wollen. Ja, also wo wir weitermachen aus der Innovation Challenge. Dass es eben nicht nur die Challenge ist, sondern dass die überführt wird in Verstetigung. Ja, das ist super. Also auch aus unserer Sicht ist das unser größtes Ziel und wir freuen uns total, dass ihr nicht da Stopp gemacht habt, sondern dass es jetzt wirklich in die Umsetzung geht und man wirklich schaut, was kann man daraus machen. Wenn wir jetzt über die Durchführung des Programms sprechen, ist euch da irgendwie was oder ist dir da was Besonderes im Kopf geblieben, was du irgendwie besonders cool fandest, wo du besonders viel gelernt hast, also wie das Programm einfach ausgeführt worden ist in Zusammenarbeit mit uns und den Startups? Also die Ursprungsidee war ja immer noch, dass wir das als physisches Programm machen und dann kam Covid und alles war anders und deswegen haben wir das ja als komplett virtuelles Format aufgesetzt und dass das so gut funktioniert hat, das fand ich super. Ja. Davon war ich sehr positiv überrascht und auch, dass es eben nicht nur das Programm war, sondern dass es danach für uns weitergeht. Das war uns auch wichtig. Also dass wir nicht diese ganze Energie da reinstecken und dann sagen, ah ja, schön, sondern dass wir jetzt weitermachen.